Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected hier auf unserer Loot-Tour. Wir sind eigentlich immer noch auf der Suche nach dem Quad-Anhänger, aber gucken nebenbei halt auch in unsere Städte, die wir noch nicht besucht haben. Und hier sind wir jetzt auch noch bei einer angekommen. Wir sind aktuell auf der Karte hier oben an dem Standort. Und nur noch diese zwei Städte daneben haben wir noch nicht besucht. Mal gucken, was wir hier finden. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus, auch mit der Lagerhalle hier dran. Bietet auf jeden Fall Spielraum für zukünftige Sachen. Das müssen wir mal immer aufpassen. Diese Gläuse hier sind auch überall unterwegs. Aber ich habe gelernt, ich werde sie immer gleich aufsammeln. Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt wieder irgendeinen getriggert habe. Aber wir wissen ja auch, hier drin kann mittlerweile auch einer rumschwirren. Warte mal, ich nehme jetzt auch ein paar Federn mit. Diese Kabel, die werde ich jetzt dann irgendwann mal verscheppern. Sprit. Sprit ist nicht schlecht. Weil eigentlich sieht dieser Platz halt schon verdächtig danach aus, dass man hier nochmal einen NPC finden könnte. Aber wir haben es gesehen, es ist kein Bettchen da. Dann gehen wir halt einfach mal ein Stückchen weiter. Es ist halt wieder... Es ist eine richtige Stadt, finde ich hier. So ein Vorort, besser gesagt. Mit den Zäunen. Das macht den Charme auf jeden Fall noch ein bisschen heftiger. Weil... Da siehst du halt auch nicht ums Hauseck, wenn hier was abgeht. Aber wäre ja auch langweilig, wenn man hier einfach nur wirklich... straight durchrennt. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Ein paar Döschen. Das wird jetzt dann auch der nächste Step. Richtig gutes Essen zu machen bei uns. Und natürlich Fortschritte erzielen. Ich sag mal, Blaupausen werden wir ja eigentlich keine mehr finden. Die haben wir ja alle schon. Aber ich finde, es ist mittlerweile auf jeden Fall auch notwendig, dass man wirklich mal die ein oder andere Loot-Tour macht. Schaut euch das mal an. Wie geil ist das denn? Oh. Das packen wir jetzt mal dahin. Packen wir nach da, das packen wir nach hier. Dann können wir den ein bisschen hochschieben. Packen wir den hier rüber. Und dann können wir die Seile mitnehmen. Stellt euch mal vor, man hat hier drüben eine kleine Base. Hat hier Wasser, alles drum und dran und hat hier gleich ein Dörfchen nebenan. Ich glaube, das ist auch mal so ein Ziel von mir, so in der Nähe von so einem Dorf. Mal eine Base zu errichten und dann auch mal wirklich zu beobachten, wie die Respawn-Zeit ist bei den Sachen. Warte mal. Tut mir leid, Hulk. Ausnahmsweise hätte ich dich gerne mitgenommen. Nur das Öl ist mir halt aktuell echt noch wesentlich wichtiger. So.
Was machen nur die anderen, die wo so ausweichen? Aber dass der das auch kann, wusste ich nicht. Ich glaube, wir nehmen auch unseren LKW mal ein Stück mit vor bis zur Lagerhalle. Kann ja eigentlich nicht viel passieren, hoffe ich. So ein LKW passt ja eigentlich auch ganz gut hier dazu. Gut. Zack, zack, zack. Was haben wir hier drin? Wird alles Mögliche. Jetzt wird es auf jeden Fall dann auch in unseren Kisten ein bisschen enger. Und unser Bogen macht jetzt dann auch bald schlapp. Wenn's doch, Kollege. Warum liegt die Pfeile? So. Jetzt aber mal wieder. Oh, ich habe glaube ich den Hänger gesehen. Da steht er. Da steht er, da steht er. Ich weiß aber nicht, ob wir den richten müssen. Das werden wir uns gleich mal angucken. Warte mal, was ist denn los hier? Achso. Nägel gibt es hier aber auch jede Menge, also muss ich sagen. Die Schrauben. Okay, das essen wir. Zwei Mechanikteile, drei Eisenbarren. Moment mal. Das kriege ich doch hin, oder? Schrauben. Schrauben. Shit, wir haben hier jetzt... Kann ich eigentlich jetzt mal blöd gesagt... Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Und platzierbares Sonstiges. Landbesitzmasten. So, wir setzen da mal einen hin. Dann
Und dann haben wir uns mal hier so ein... Wieso kann ich den da nicht hinsetzen? Muss ich jetzt da wirklich... erst ein Fundament hinsetzen? Wo ich den draufbauen kann? So, dann brauche ich jetzt aber... einen kleinen alten Sägetisch. Hier finde ich eigentlich auch ein ganz cooler Platz gerade. So. So, du brauchst 25 kleine Steine. Kein Thema. So, nehmen wir das mal alles mit hier. Ich hoffe ja, dass wir den doch an irgendwie anhängen können oder dass ich ihn irgendwie mitnehmen kann. Ansonsten muss ich es markieren und dann hole ich das ganze Ding mit dem Quad. Den kann ich auch verbrennen. Ha Gott, das wusste ich gar nicht. So. Gib mir mal den da. Und ich packe einfach mal die Steinchen hier mit rein. Nur mal so. Zack, schmelzen wir den mal. Das ist dein Problem? Also warte mal, habe ich schon wieder... Jo, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz prickelnd, aber... Achso, ich stehe neben dem Ofen. Essen auch gleich mal was. Mal gleich fertig. Können wir den wenigstens reparieren? Das finde ich gut, dass der da ist. Soll ich jetzt echt meine Klamotten ausziehen, nur weil du hier rumjammerst?
Ach, das sind Stahlbarren, ich Depp. Die wahrscheinlich schon lange sehen. Dann nehme ich den da noch mit raus. Den da. So, dann lassen wir das aber mal durchschmelzen. Und derzeit gehen wir mal kurz da nach vorne. Uns hier noch mal ein bisschen um. Vor allem. Da waren wir schon drin. Gut, es fehlen wirklich nur noch die zwei Eisenbarren. Hier waren wir drin, oder? Jo. Dann gehen wir jetzt aber gerade noch hier rein. Bis es geschmolzen ist. Nimm mal einen Kohle mit. Wir werden auf jeden Fall noch beim Händler vorbeifahren. Gucken, was wir bei dem alles loswerden können. Sehen, dass die wirklich einfach so durch die Häuser laufen. Ohne Scheiß jetzt. Alter, das ist ja eine Riesensiedlung. Da hinten noch weiter. Oh, oh. Ich dachte bloß schnell, schnell, schnell. Ja, ja. Das ist ein Riesending hier. Kann ich jetzt eigentlich mein T-Shirt wieder anziehen oder jammerst du dann weiter? Ich brauche nämlich den Platz. Warte mal, ist da hinten auch noch was, was mich interessieren könnte? Das gibt's doch nicht. Ich pack gleich das T-Shirt irgendwo in. Tschüss. Das tut mir echt leid, aber den muss ich echt überfahren. Bei dem habe ich ja gar nichts entgegenzusetzen. Ich habe nämlich noch nicht mal das Ding. Was soll ich sagen? Ich habe hier nicht mal Platz, dass ich mein T-Shirt hier reinwerfen kann, oder? Doch, habe ich. So. Kommst du bitte jetzt da rein? Warte mal, wo habe ich das Ding gebaut? Hier, ups, Eck.
Ich habe keine Pfeile mehr, das ist für jetzt echt nicht gut. Weißt du was? Wir fahren mit dem jetzt ein Stück nach vorne. Dann kann ich mir ja eventuell ein paar von denen noch aus dem Weg räumen. Auch wenn das nicht die feine englische Art ist. Das ist geil. Warte mal, kann ich jetzt da einfach hinfahren? Und den vielleicht doch mitnehmen? Nee. Schade. Ich kann es auch so jetzt einfach nicht mitnehmen. Naja, gut, komm. Egal, da waren wir drin. Wir waren aber nicht an dieser Mülltonne hier. Und das ist, wäre fast in die Hose gegangen. Das lassen wir jetzt erstmal. Das nehmen wir definitiv mit. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Muss ich hier echt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich habe da gerade eh schon noch mal reingeguckt, aber lieber schaue ich mittlerweile einmal mehr rein. Ist einmal zu wenig. Da habe ich reingeguckt. Warte mal, gut, Essen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber das nehme ich noch mit. Also wir müssen jetzt dann echt mal nach dem Händler gucken, oder was? Meine Energie finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, dass die runtergegangen ist. Habe ich gerade zufällig ein Erste-Hilfe-Kit da? Habe ich. Und dann nehmen wir das einfach. Sonst guckt mich jetzt dann wirklich noch einer böse an. So wie der da unten. Von dem ich jetzt eigentlich gehofft habe, dass ich ihn nicht sehen muss und auch nicht hören muss. Und der? Weil gegen den habe ich gerade überhaupt nicht viel einzusetzen. Oder wo schreist du schon wieder? Oh, da. Ich würde mal sagen, ich gebe hier mal ein paar Sachen ab. Warte mal, ist denn der jetzt eigentlich auf der Karte, das Ding? ATV-Standort? Jo, der ist... Ja. Der ist da. Gut. Der, sorry. Oho, gut, dass ich hier gerade hergefahren bin. Weil mit dem Idioten da lege ich mich auch nicht an. Oh, shit.
Was war das jetzt? Für eine Nummer. Hallo? Ich schau mal wieder aus. Ich glaube, den nehmen wir mit. Der hat ein bisschen mehr dran. Und wo ist denn der andere? Der liegt hier. Ich sag dir, hier ist was los. Also dieses Dörfchen hier, muss ich jetzt mal fast sagen, ist, glaube ich, bis jetzt das, wo am härtesten umkämpft ist. Muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Wo auch irgendwie die stärksten Gegner bis jetzt waren. Ich weiß auch nicht, woran sowas liegt oder ob da es irgendwie je nach Fortschritt oder wie viele Dörfer du besucht hast ist. Oder einfach nur zufällig. Das ist eine gute Frage, das weiß ich nämlich nicht. Oder das ist halt einfach, weil, gut, es ist halt groß. Muss man jetzt auch fairerweise sagen. Und wo groß ist, gibt es normalerweise auch viele Wertgegenstände. Ist ja auch in dem Fall so. Und dann könnten da natürlich auch mehr Bewohner unterwegs sein. Ich nenne sie jetzt einfach mal Bewohner. Diese dreistöckigen Häuser finde ich so genial. Den nehmen wir mit, komm, dann nehme ich das Blei auch noch mit. Und das nehmen wir auch mit. In solchen Häusern bauen, das wäre auch mal interessant. Warte mal, das kann ich jetzt hier theoretisch das Fundament setzen? Oh. Ich kann theoretisch hier unten Fundamente setzen. Dann könnte ich auch Wände setzen. Und wenn ich das richtig sehe, müsste man halt gucken, dass man das dann echt hinkriegt, dass man hier vielleicht Türen reinsetzen kann. Also Türrahmen. Natürlich in dem Haus, wo Türen sind. Weil ich glaube, dann ist das ein ziemlich safes Haus, wenn du nur die Eingänge verteilen musst. Wäre auch mal was, was mich jucken würde. Zu testen. Wir gehen jetzt hier mal noch ein bisschen ums Haus rumgucken. Ich sag, das hier gefällt mir halt auch. Was ist das da hinten? Ein Lichtspiel. Da fahren wir jetzt eh mal kurz hin. Da bin ich neugierig. Wir haben auf jeden Fall den Anhänger gefunden. Das ist ja schon mal sehr positiv. Das muss ich halt mit dem Watt nochmal holen. Oder mit dem ATV, besser gesagt. Ah, das war eine Lichtspiegelung. Ich dachte, da ist ein Lagerfeuer oder irgendwas. Aber okay. So, wo sind wir denn jetzt? Dann muss ich sagen, wir brauchen hier nochmal eine Markierung. Gut, die trifft jetzt hier drauf nicht ganz zu. Aber wir fahren jetzt eh erstmal da hoch.
Wir haben zwar keine Pfeile mehr, aber ich sag mal ganz ehrlich, wir könnten uns ja theoretisch hier noch welche machen. Federn haben wir ja, Steine müssten wir finden, Sticks kriegen wir auch hin. Dann fahren wir mal zu dem Standort. Und bevor wir dann looten oder ins Dorf reingehen. Hey, warte mal. Das Dorf ist hier. Ist das nur dieses eine Haus hier? Moment. Das ist ja geil. Boah, ist das geil. Was bist du denn? Es sieht aus wie so ein Landgut. Ja, ich glaube, das ist echt alles hier. Na komm, wisst ihr was? Das machen wir doch. Da gehen wir rein. So ein Haus sieht mir nämlich richtig gefallen. Aber warte mal, wir machen erstmal unsere Taschen leer. Das ist gut. Wir fahren auch noch ein bisschen nach vorne, also. Denkt mir doch, es ist hier. Das sieht eigentlich so aus, als könnte das in Zukunft vielleicht so ein Händlerposten werden. Ist das jetzt wahr? Na gut, komm. Dann nehmen wir das Zeug auf jeden Fall mit. Weil das gefällt mir richtig gut. Also hier, ich glaube, hier wäre mal sowas, wo ich sagen würde, hier bauen wir ein Ding. Nochmal eine kleine Base dazu. Vor allem das Gebäude gefällt mir halt schon mal richtig gut. Sind die so verwinkelt, das ist auch so brutal. Da komme ich nicht raus, da ist die Küche. Und die erstmal auch noch. Dann gehen wir mal nach oben, oder? Also in sowas könnte ich mir echt überlegen, dass man hier wohnen könnte. Das ist ein schickes Häuschen. Warte mal, da war ich doch drin, oder? Doch, da waren wir drin. Wo ich jetzt echt sagen müsste, in so einem Haus oder hier in diesem Dorf besser gesagt, da hätte ich jetzt ich persönlich so eine Blaupause versteckt. Schaut euch an, da ist ein Berg. Da ist hier das Ding wie eine Gaststätte, da ist auch Berge. Ist doch bombig. Ohne Witz. Diesen Standort, den markieren wir uns. Und zwar nicht nur mit dem da. Sondern hätte ich hier ganz gerne noch den da. Dass wir da mal hingehen. Und die da wird mal entfernt. Da kommt nochmal eine gelbe von denen hin. Dann waren wir eigentlich echt überall, bis auf bei diesem einen
Sandwörtchen. Und das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Aber ich muss echt sagen, das Ding ist doch der Hammer, oder? Wie gefällt es mir? Schreibt mal rein, ob ihr da auch Bock drauf hättet, hier irgendwo auf einem Felsen oder vielleicht hier sogar versuchen, in das Haus reinzubauen, ob wir hier uns eine kleine Base errichten. Irgendwie finde ich das geil, das Gebäude damit zu integrieren. Aber schreibt es gerne rein. Lasst auch gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns, wenn ihr möchtet, beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.